Hey Leute, letztes Mal haben wir gegen Chandra gekämpft und leider ähnlich versagt. Wir kämpfen heute wieder gegen sie und hoffen, dass es wenigstens besser läuft. Nämlich. Hallo Mikrofon. Wir werden weiterhin Stärke des Siegers nehmen und natürlich ist dieses Spiel Magic 2014 Duel of the Planeswalker oder Magic the Gathering. So, was haben wir mit den Karten? Ganz nette Karten eigentlich mit den beiden. So fliegende Kreaturen. Wenn wir innerhalb von 3 Runden ein Land bekommen, dann bin ich schon viel nicht zufriedener. Ne? Können wir auch Fliegende behandeln. Wie behalten sie? Auch wenn 2 Länder relativ wenig ist. Sie spielt als erstes. Gut, dafür bekommen wir schneller eine Karte nochmal. Und sie spielt nicht den Goblin. Das ist ja auch mal interessant. Und wir bekommen die Artefakte, dieses Artefakt, was uns zusätzlich Lebenspunkte gibt, jedes Mal, wenn wir das Grüne spielen. Und da hat sie gleich einen Artefakt-Konter. Gut, wir spielen aber noch ein Land und können dadurch unsere 3-3-Kreatur spielen, die zwar keine Fähigkeit hat, aber doch relativ gut ist für 2 Mana. Also bezüglich Länderkosten. Und sie spielt den Phönix. Die Fliegen, die einer hat, und immer wenn eine Spontanzauber oder eine Hexerei gewirkt wird, kann sie den Phönix wieder zurückbringen. Oh. Böses Tierchen. Sehr böses Tierchen. Gut, bekommen wir 2 Schadenspunkte. Und wir bekommen das gewünschte Land. Ich spiele natürlich wieder mal die Kreatur. Und ich greife einmal an. Mehr als blocken kann er nicht. Damit würde er auch seine Kreatur zerstören. Aber er blockt nicht. Dann machen wir wenigstens 3 Schadenspunkte. Mehr als ein kleiner Phönix. Und. Zack. Was spielt er jetzt? Er kann 3 Schadenspunkte so beliebig aufteilen, wie er möchte. Die macht er natürlich vollkommen darauf. Kann damit angreifen mit beiden Kreaturen, wenn er möchte. Macht er auch. Und kommt ungehindert durch. Hat noch 1 Mana zur Verfügung. Schock hat sie nicht und Blitz oder wie es heißt. Aber gut, das sollte auch nicht das Problem sein. Verstärken wir unsere Kreatur, haben wir nochmal Wachsamkeit. Wir verstärken kurz unsere Kreatur und lassen sie gegeneinander antreten. Dann kann ich sie jetzt in den Netz angreifen lassen. Und jetzt kann sie auch keine 3 Schadenspunkte machen. Jetzt müsste sie die Axt spielen, womit sie 5 Schadenspunkte haut. Sonst wäre die Kreatur, könnte sie nicht zerstören. So. Sie ist auf 13 runter, ich auf 12, jetzt auf 12, genau. Weil ich nichts machen kann. Sie hat aber noch 4 Karten auf der Hand. Und das würde mich mal interessieren, was sie davon für Karten hat. Ah. Okay, sie spielt genau dasselbe wie ich habe, nur in Rot. Immer wenn sie einen roten Zauber spielt, bekommt sie einen Lebenspunkt dazu. Oder ein rotes Land und bekommt jetzt erstmal einen Lebenspunkt wieder geschenkt. Wie gesagt, dieses Spielchen können wir auch machen. Kommt auch ein Lebenspunkt. Frage ist, wer den längeren Draht hat zu der ganzen Geschichte. Und ich mache natürlich noch ein bisschen mehr Schaden als sie. Braucht 5 Mana, sehe ich das richtig? Das hätten wir sogar. Allerdings ein paar Kreaturen wäre noch ganz geil. 3 Karten hat sie auf der Hand. Ich denke mal, sie wird gleich noch was spielen, nachdem sie mit dem Phönix angegriffen hat. Genau. Ah, das ist toll. 4 Schadenspunkte auf eine beliebige Kreatur. Und er opfert sie gleich, um meine zu zerstören. Das war böse. Spielen wir den Troll? Jetzt spielen wir den Troll. Trollen wir ein bisschen rum. Wir hätten damit den Phönix wenigstens machen können, zerstören können. Ja, ist okay. Blocken können wir noch nächste Runde. Sie hat noch 2 Karten auf der Hand, jetzt 3.
greift mich an. Ich kann natürlich nichts machen. Aber ich habe wenigstens die Möglichkeit zu regenerieren, falls sie dann doch noch so einen netten Zauberspruch macht oder so. Sie will eine Kreatur kontrollieren. Also, der kann eine Kreatur kontrollieren. Was ist denn das für ein Vieh? Die du kontrollierst, erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Achso, na gut, das geht ja sogar noch. So. Reichweite plus Wachsamkeit. Einen Mann haben wir übrig. Für Regeneration. Und dann würde ich sagen, greifen wir mal kurz an. Und zerstören mal ein bisschen hier was von ihm. Ja. Und das ist noch kein Problem. Erst wenn sie dann noch einen Spontanzauber macht, wird es ein Problem. Da muss ich schnell reagieren und ihn regenerieren. Reagieren und regenerieren. Auch geil. So, Flammenspule. Fügt einer Kreatur oder einem Spieler 2 Schadenspunkte zu. Falls eine Kreatur auf dieser Weise Schaden zugefügt wird und diesem Zug sterben würde, macht sie anstelle dessen ins Exil. So, spielt noch ein Gebirge. Heißt also, wenn ich sie jetzt angreife, blocke, sie greift mich natürlich an. Ich greife nicht an. Blocken überspringen. Ich bin noch nicht blöd. Das hier, was sie noch kann, die eine Karte, die sie noch zur Verfügung hat. Füge einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Eine Kreatur. Einer anderen Kreatur oder einem anderen Spieler deiner Wahl 2. Ist okay. Ey, sowas liebe ich teilweise. Gut, holen wir die Spinne raus. Und bekommen dadurch Leben. Und ich würde sagen, greif an. Das Schöne ist, sie hat nur noch 0 Karten auf der Hand. Bekommt also nächste Runde nur noch eine Karte. Und damit hat sie relativ wenig Chancen und Möglichkeiten, was zu machen. Heißt, wenn sie nächste Runde ein Land spielt, kann sie keine Zauber machen oder so. Ist dementsprechend auch ziemlich aufgeschmissen. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Karte, die sie verfügt. Okay, diese Zerstörer. Eine Kreatur. Ein Artefakt deiner Wahl. Wäre das hier. Wir könnten die natürlich gegeneinander antreten lassen. Das würde 1 Mana kosten. Wir haben wie viel zur Verfügung? 5 Mana. Dann bekommen wir 2 plus 2 plus Trampelschaden. Ich würde sagen, wir treten an. Du gegen ihn. Okay, er macht den Effekt noch. Das ist leider das, was ich vermeiden wollte, aber okay. Er bleibt dadurch bestehen. Dann würde ich sagen, wir holen uns den Trampelschaden. Und greifen mal ein bisschen an. Denn wenn sie jetzt nicht blockt, haben wir gewonnen. Sie muss eine Kreatur blocken. Und die restlichen 4 Schaden gehen natürlich durch. Wir haben gewonnen. Das, was wir gehofft haben. Sieger. Und als Sieger bekommen wir, bewohnen hast, bekommst du eine Karte freigeschaltet. Und zwar bekommen wir schönerweise eine Mystic Rare. Wir gehen mal in die Deckverwaltung.
Und gucken uns mal an, was diese Mystic Rare ist. Ich habe dich unterschätzt. Das passiert nicht noch einmal. Ich könnte bei der Suche nach dem verräterischen Planeswalker Ramaz Hilfe gebrauchen. Hier sind einige Hinweise. Die Schwärme auf Shandalar. Ein Todesmagier auf Ravnica. Ein Drachenmagier aus Jund. Ein Anhänger aus Innistrad. Ein Elfenschamane aus Zendikar. Wie wäre es mit einem Abenteuer? Gut, ja. Werbung. So, wir haben eine Karte freigeschaltet. Gehen mal kurz in die Deckverwaltung. Und die Karte, die wir freigeschaltet haben, ist... Da ist sie. Für 4 Mana. Bringe, also eine 3-3-Kreatur, bringe zu Beginn deiner Versorgungselements eine +2/+2 oder 2/2 Wolfskreatur-Spielstein ins Spiel. Ist auch geil. Tappe alle ungetappten Wolfskreaturen, also wenn ich den tappe, die du kontrollierst. Jeder auf diese Weise getappte Wolf fügt dir einer Kreatur deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe der Stärke zu. Diese Kreatur fügt Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu, aufgeteilt auf eine beliebige Anzahl dieser Wölfe, wobei der Beherrscher aufgeteilt. Wobei ich bestimmen kann die Aufteilung. Okay. Noch komplizierter kann man es nicht machen, wa? Speichern und aufhören. Als Spieler, wir gehen nochmal in die Kampagne rein. Wir haben Innistrad, Zandika, Salada, Alara, Ravinka. Und wir gehen zuerst nach Innistrad. Ramaz gave me a pendant from a plane called Innistrad. The mark on it symbolizes some militant order there. If you can track down its owner, maybe they'll know something about Ramaz. Careful though, nothing's more dangerous than armed zealots. Okay, und wir gehen weiter in den Totenreich von Innistrad und Moorland Zombies. Das sind Begegnungen und hier kämpfen wir dann anschließend gegen Avicyns Ruhm. Ah, und hier haben wir ein Planwalker-Duell. Interessant. Ich kann mir vorstellen, wer in Innistrad lebt. So, wir spielen weiter mit dem grünen Deck. Ist ja... Ah, guck mal, hier haben wir doch sein Deck zur Verfügung. Da haben wir es, wandelnde Tote, das wäre wahrscheinlich ihr, gegen die wir immer noch kämpfen. Gut, Stärke des Siegers. Was nehmen wir jetzt? Also wir haben jetzt hier natürlich 61 Karten, man sollte eigentlich nur 60 Karten im Deck haben, aber wir werden es noch irgendwann mischen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir behalten die Kartenhand und spielen natürlich wieder Mana. Soll es auch anders sein. Der Moorland-Zombie spielt auch Mana. Wie soll das andere sein? Und er spielt sogar schon eine Karte. Der düstere Ghoul kommt getappt ins Spiel. Er geht aber trotzdem gar nicht mal so schlecht. Gut, ich würde sagen, wir werden uns nochmal ein Land dazu holen. So schnell wie möglich ein Land ziehen. Es kommt sogar ungetappt ins Spiel. Allerdings bringt das uns jetzt gerade nicht so viel. Das heißt, wir können nächste Runde schon eine Kreatur für 4 Mana beschwören. Wenn wir eine hätten. Wir könnten hier nur eine bleibende Kreatur der Wahl oder bleibende Karte der Wahl zerstören. Die nächste Zombie-Karte. Das ist nur eine 2/2 auch wieder. Es gibt noch richtig fiese Zombie-Karten. So. Der kann natürlich nur Flieger blocken, das ist ein Nachteil. Holen wir unseren Trampelschaden-Experten wieder aus. Und nicht nochmal zeigen. Ich weiß, was Trampelschaden ist und das habt ihr oft genug gezeigt. Wir blocken auch nicht. Blocken überspringen. Sehr schön, noch ein Land. Wir könnten unsere Spinne mit Wachsamkeit holen. Was ich aber gerne machen würde, wäre das hier. Das und das.
Dadurch wird unsere Kreatur hier nochmal stärker. Und greifen die Hunde einfach mal an. Wir könnten natürlich einen Spontanzauber oder sowas spielen. Das, was ich befürchte. Aber es sind Begegnungen, die sind meistens ja nicht so stark. So, damit haben wir 16 Schaden rausgerotzt. Unsere Kreatur ist 4-3 jetzt. Ganz nice. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Zombie er jetzt spielt. 2-2. Wenn der Ghoul-Holer ins Spiel kommt, bringe eine zufällige bestimmte Zombie-Karte aus deinem Friedhof auf die Hand zurück. Zufälliger. Der hat nur eine. Und wir bekommen noch eine Wachsam-Klettspinne. Spielen aber erstmal eine. Ich greife an. Ich weiß nicht, ob er mit beiden blocken will. Wenn er es tut, dann hat er zwei Karten verloren und diese Sache gehe ich gerne ein. Ja, ist okay. Dann werden beide zerstört. Vor allem, wo ich noch eine 4-4-Karte hier habe, stört es mich nicht wirklich. Ich bin nun umso mehr los von ihm. Sogar. So, was haben wir jetzt hier? Bringe zu Beginn deines Versorgungselements 2-2 schwarze Zombie-Kreaturspieler und Schwein, wobei X gleich die Hälfte der abgerundeten Anzahl der Zombies ist, die du kontrollierst. Das finde ich uncool. Jetzt muss ich mal lesen. Bringe zu ein Spiel, wobei X gleich die Hälfte der abgerundeten. Ja, aber er hat jetzt momentan keine Zombies, die er kontrolliert. Heißt also, ich kann die Runde noch getrost, ohne Sorge, angreifen. Und nicht die Karte würde ich dann später ausspielen. Gut. So, jetzt kommt sein Effekt. Er hat aber keine Kreaturen, die er, oder keine Zombies, die er kontrolliert. Er kann jetzt maximal eine auslegen, wenn er eine zur Verfügung hat. Er, ja. Er hat eine, das weiß ich. Genau, den zum Beispiel. Und, gleich die Hälfte abgerundet. Natürlich, er hat nichts Abgerundetes. Da würde ich sogar so sagen, ich hole noch eine Kreatur uns ran. Entweder er blockt mich, also er kann so oder so nicht nächste Runde in seiner Versorgungsphase nochmal einen Zombie bekommen, das geht nicht, weil es ja abgerundet wird. Und wenn er blockt, genau das, was ich dachte, dann wird sein Zombie eh zerstört und hat's wieder, fängt wieder von Null an in dem Bereich. Und ich kann mir jetzt noch einen beschwören. Einfach aus Just for Fun. Beziehungsweise um die nächste Runde zu töten. Ja. Die Karte hat wohl wenig Effekt, deswegen habe ich die auch nicht zerstört. Das mache ich eher, wenn irgendwie was Übles kommt. Okay, er. Setzt sich nicht zu Wehr. Ich greife mit allem mal an. Macht er noch einen Spontanzauber? Nein, macht er nicht. Dadurch zerstören wir ihn natürlich und haben ihn besiegt. Sehr gut. Sieger. Wir haben eine Karte freigespielt. Und zwar, wenn der Wurmhautgeber ins Spiel kommt, 7 Mana, ist eine 2-2 Kreatur, kannst du 3 plus 1 Marken auf eine 2 oder 3 Kreatur deiner Wahl verteilen. Mein Gott. Finde ich jetzt aber nicht geil. Nicht wirklich. Die nächste Runde ist Skyrdax Kultisten. Und das werden wir erst nächstes Mal machen. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.